Selbst wenn damals in Köln zum ersten Mal auf einen der mittlerweile tausenden Stolpersteine aufmerksam geworden. Steine, die an das Schicksal der Menschen erinnern sollen, die Opfer von Nationalsozialisten wurden. Meist finden sie ihren Platz eben in den Gebäuden, in denen die Menschen zuletzt gelebt haben. Und Otterstadt bekommt heute auch seinen ersten Stolperstein. Und Hauke Kutz ist dabei. Das ist im Übrigen der Stein. Hauke, wann ist es heute soweit? Ja, Olli, das ist richtig. Jetzt gleich geht's los. Bei mir ist der Künstler Gunter Gemnig. Er hat 1996 die Steine ins Leben gerufen. Außerdem ist Herr Grassel hier vom Verein Ludwigshafen setzt Stolpersteine. Herr Gemnig, mit Ihnen angefangen. Wie kommt man auf die Idee, Stolpersteine ins Leben zu rufen? Und warum Stolpersteine? Sie hätten ja auch irgendetwas anderes nehmen können. Naja, also die Geschichte ist, wenn ich das erzählen soll, brauche ich eine Stunde dafür. Das ist mein Vortrag nachher. Eine Vorarbeit, Erinnerung an die Deportation von Rom und Sinti im Mai 40. Das war sowas wie eine Generalprobe. Eine Schriftspur auf die Straße gedruckt von den Wohnhäusern zur Deutzer Messe. Eine ältere Dame sagt, ja, was Sie machen, ist schön, aber hier haben noch niemals Zigeuner gelebt und sie wusste es wirklich nicht. Das war eigentlich diese Überlegung, dort, wo diese Menschen zu Hause waren, dort eine Erinnerung zu bringen. Der erste Gedanke war Tafeln an die Wand. Dann hat mir ein in Leipzig geborener Jude, der beim WDR in Köln gearbeitet hat, gesagt, vergiss es. 80, wenn nicht 90% der Hausbesitzer, würden dem niemals zustimmen. Das war die Grundidee, warum nicht in die Erde? Und du musst dich, wenn du so einen Stein lesen willst, verbeugen. Herr Grassel, für wen wird dieser Stein, der denn hier heute verlegt wird, an wen ist der gewidmet? Der Stein ist der Maria Jeresko gewidmet, die als 12-Jährige aus der Ukraine hierher nach Speyer und Otterstadt verschleppt wurde und dann hier in diesem Gehöft, das damals früher ein Gehöft war, Zwangsarbeit in der Landwirtschaft leisten musste. Frau Jeresko lebt noch, ist 92 Jahre alt und es ist uns wirklich eine große Freude, dass sie heute mit dabei sein kann und diese Ehre ja, miterleben kann. Ich würde sagen, wir sollten den Stein legen. Mal als Zwischenfrage, während Sie das machen. Jeder kennt ja eigentlich diese Stolpersteine, aber werden die einbetoniert, damit die nicht sofort wieder ausgegraben werden und jemand die klaut? Also die Klauquote ist eigentlich relativ gering. Also ich finde, 800 von 80.000 Steinen, damit, es sind immer noch zu viele, aber man kann damit leben. Was, woraus besteht so ein Stolperstein eigentlich? Können Sie mir das ein bisschen beschreiben? Ist das Messing? Ist das eine Legierung? Wie kann ich mir das? Ein ganz dünnes Messingblech, 1 Millimeter nur, der aber so eingesetzt ist, der einbetoniert ist. Also den kriegt man so schnell nicht raus. Ich meine, natürlich zerstören kann man alles, aber man kann auch Tafeln von den Wänden reißen. Aber wie gesagt, die Steine haben inzwischen doch eine solche Bekanntheit, dass sie eigentlich gut geschützt sind. Ja. Herr Grassel, vielleicht noch mal als letzte Frage an Sie. Wenn man, vielleicht unsere Zuschauer auch, wenn man weiß, dass das Haus, in dem man wohnt, eine Vorgeschichte hat, wo jemand gelebt hat, der während des Dritten Reiches deportiert wurde, an wen kann man sich wenden, um so eine Stolperstein-Verlegung zu initiieren? Also wer Interesse hat, kann sich gerne an uns wenden, Ludwigshafen setzt Stolpersteine. Wir haben auch einen Internetauftritt, www.ludwigshafensetztstolpersteine.de. Wir helfen da gerne mit. Wir haben auch schon einige Vereine mit ans Existieren gebracht, zum Beispiel Schifferstadt, Böhl-Ickelheim. Da kommen wir gerne und erklären und erzählen, wie wir das anpacken kann und wie man am besten vorgeht. Also das ist für uns quasi Alltagsgeschäft und wir freuen uns auch darüber, dass wir da mithelfen können. Alles klar, ich danke Ihnen beiden und damit zurück zu dir, Olli.